vom Vorstand der Volksbank Immobilienabteilung, Herrn Salvatore Di Nucci. Herzlichen Dank, lieber Salvatore, für die Ballspende. Hoffen wir, dass es was. Thank you.
Spitzenspiel heute, Erzingenzell, ja, heute waren wir mal auf der glücklicheren Seite, aber nicht unverdient, haben wir 2-1 gewonnen in Erzingen. Die letzten Jahre haben wir beide mal 2-1 verloren und auch unglücklich. Und heute waren wir die glücklichere Mannschaft, aber auch nicht unverdient. Also wir haben immer einen Nadelstich gesetzt vorne und haben uns Torschuss erarbeitet. Wichtig war, dass wir mal die erste Torschuss auch nutzen und da waren wir heute ziemlich gut effektiv und deshalb gewinnen wir hinten stabil gegen die Offensive. Also von daher Mannschaftsleistung, Weltklasse, nur so kann man gegen den FC Erzingen bestehen und das haben wir heute richtig gut auf drei gekriegt. Ja, vorab erstmal herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Michael Schwald und von Lars Müller zum Auswärtssieg hier bei uns in Erzingen. Sicherlich auch nicht unverdient. Ich denke, dass nicht die bessere Mannschaft heute gewonnen hat, sondern die glücklichere, aber auch nicht die viel schlechtere. Das ist mir auch wichtig. Es war ein Spiel auf Augenhöhe und wenn wir ehrlich sind, ist es ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wir haben die Fehler gemacht, auf die Zell gewartet hat. Defensiv haben wir die zwei Tore hergeschenkt und in der Offensive, und ich glaube, das war heute einfach das Manko, was uns das Genick gebrochen hat und was uns das Spiel verloren hat. Die Chancenverwertung war heute einfach nicht eines Spitzenspiels würdig und dann verlierst du gegen so einen Gegner eine überragende Mannschaft und jetzt sind wir hinter dran und jetzt gilt es entsprechend einfach, uns wieder aufzurappeln und uns auf Schlüchtal vorzubereiten und schnellstmöglich wieder in die richtige Richtung zu gehen und ein hartnäckiger Jäger zu werden. Glückwunsch an FC Zell. Danke.